Kapitel 13. Eine blaue Prinzessin. Du sagtest doch, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die es dir schwer machen, sie zu lieben. Nicht wahr, Pedro? Ja. Ist es denn schlecht, nicht zu lieben? Ja, sagte ich. Und warum? Fragte Amy. Weil du gesagt hast, dass die Liebe das Gesetz ist. Und so weiter. Pedro, vergiss nun für einen Augenblick mal alles, was ich dir gesagt habe. Vielleicht habe ich dir ja auch was vorgemacht. Oder ich irre mich ganz einfach. Stell dir jetzt ein Universum ohne Liebe vor. Ich begann mir Welten vorzustellen, auf denen Menschen lebten, die niemanden liebten, außer sich selbst. Es waren Welten voller Kälte und Ich-Bezogenheit. Denn nur Liebe kann das Ego bremsen, wie Amy sagte. Alle kämpften gegeneinander und zerstörten sich gegenseitig. Ich dachte an die negativen Energien, von denen Amy gewarnt hatte, weil sie eine kosmische Katastrophe heraufbeschwören konnten. Ich vermochte mir vorzustellen, wie ein schon am Boden liegender, selbstmörderischer Egozentriker nur aus Rache auf den berühmten roten Knopf drückte und schon verglühten ganze Galaxien in einer Kettenreaktion. Wenn keine Liebe wäre, sagte ich schließlich, gäbe es kein Universum. Könnten wir dann vielleicht sagen, dass Liebe aufbaut und fehlende Liebe zerstört? Ja, so könnte man sagen, meinte ich. Darauf läuft es schließlich hinaus. Und wer hat das Universum geschaffen? Gott. Wenn Liebe aufbaut und Gott das Universum aufgebaut hat, gibt es dann viel Liebe in Gott? Natürlich, klar. Plötzlich sah ich das Bild eines wunderbaren Wesens vor mir, das strahlte und strahlte, während es Galaxien, Welten und Sterne schuf. Willst du wohl den Bart weglassen? Lachte Amy. Ja, er hatte recht, schon wieder hatte ich ihn mir mit Bart und einem menschlichen Gesicht vorgestellt, aber wenigstens nicht inmitten von Wolken, sondern inmitten des Universums. Dann können wir sagen, dass Gott aus unendlich viel Liebe besteht? Natürlich, sagte ich. Deshalb mag er den Hass nicht und die Zerstörung. Gut. Wozu hat Gott das Universum erschaffen? Ich dachte eine Zeit lang nach und wusste keine Antwort. Dann protestierte ich. Glaubst du nicht, dass ich zu klein bin, um dir so eine Frage zu beantworten? Amy nahm meinen Protest nicht zur Kenntnis. Warum? Fragte er. Bringst du deiner Großmutter diese Nüsse mit? Ja, damit sie sie kosten kann. Sie werden ihr bestimmt schmecken. Möchtest du, dass sie ihr schmecken? Ja, natürlich. Warum? Damit sie eine Freude hat, wenn sie ihr schmecken. Warum möchtest du denn, dass sie eine Freude hat? Weil ich sie lieb habe. Ich war selbst überrascht festzustellen, dass es ein Teil der Liebe ist, wenn man möchte, dass ein anderer glücklich wird. Deshalb also möchtest du, dass ihr die Nüsse schmecken, damit sie eine Freude hat und glücklich ist? Ja, genau deshalb. Und wozu, glaubst du, hat Gott die Menschen erschaffen, die Welten, die Landschaften, den Geschmackssinn, die Farbe, die Düften? Damit wir glücklich sind, rief ich aus, froh darüber, etwas Neues verstanden zu haben. Sehr gut. Also glaubst du, dass Gott uns liebt? Klar, er liebt uns sehr. Na also, wenn er liebt, müssen wir doch auch lieben, oder? Ja, wenn Gott liebt. Wunderbar. Gibt es etwas Größeres als die Liebe? Du hast gesagt, es ist das Wichtigste. Ich habe auch gesagt, du sollst vergessen, was ich gesagt habe, lächelte Amy. Es gibt einige, die sagen, dass Intelligenz mehr wert ist. Wie wirst du es anstellen, diese Nüsse deiner Großmutter zu überreichen? Ich werde eine Überraschung vorbereiten. Und brauchst du dafür deine Intelligenz? Natürlich, ich denke mir einen Plan aus. Dann dient deine Intelligenz also der Liebe. Oder ist es umgekehrt? Das verstehe ich jetzt nicht. Womit fängt es an, dass du möchtest, dass deine Großmutter glücklich ist? Mit der Liebe oder der Intelligenz? Ah, mit der Liebe, damit fängt alles an. Damit fängt alles an, Pedro, da hast du sehr recht. Dann ist es also so, dass du deine Intelligenz verwendest, weil du deiner Großmutter eine Freude machen willst. Ja, das stimmt. Ich stelle meine Intelligenz meiner Liebe zur Verfügung, aber zuerst kommt die Liebe. Was gibt es also, was über der Liebe steht? Nichts, fragte ich. Nichts, antwortete er und wandte sich mir mit einem strahlenden Blick zu
Und wenn wir nun wissen, dass Gott viel Liebe in sich hat, was ist er dann? Ich weiß es nicht. Wenn es etwas Größeres gäbe als die Liebe, müsste das doch Gott sein, nicht wahr? Ich glaube ja. Und was ist größer als die Liebe? Ich weiß es nicht. Was sagten wir dann, was über der Liebe steht? Wir sagten, dass nichts über der Liebe steht. Was ist dann Gott? Fragte er. Ah, Gott ist die Liebe. Du hast es ja öfter schon gesagt, und in der Bibel steht es auch, aber ich dachte, dass er ein Mensch sei, der viel Liebe hat. Nein, er ist kein Mensch mit viel Liebe, er ist die Liebe, oder die Liebe ist Gott. Das verstehe ich nun wieder nicht, Amy. Ich habe dir gesagt, dass die Liebe eine Kraft ist, eine Schwingung, eine Energie, deren Auswirkungen mit den geeigneten Instrumenten gemessen werden können, mit einem Sensometer zum Beispiel. Ja, ich erinnere mich. Das Licht ist auch eine Energie, eine Schwingung. Wirklich? Ja, und auch die Röntgenstrahlen und die infraroten und ultravioletten Wellen, genauso wie die Gedanken. Alles ist Vibration aus demselben Stoff auf verschiedenen Schwingungsebenen. Je höher die Schwingungszahl, umso feiner die Materie oder die Energie. Ein Stein oder ein Gedanke ist schließlich derselbe Stoff, nur mit unterschiedlicher Schwingungszahl. Und was ist das für ein Stoff? Liebe. Im Ernst? Im Ernst. Alles ist Liebe. Alles ist Gott. Dann hat Gott das Universum aus reiner Liebe erschaffen? Gott hat erschaffen, ist eine alte Ausdrucksform. Die Wahrheit ist, dass Gott sich in das Universum verwandelt, in einen Stein, in dich, in mich, in einen Stern oder eine Wolke. Dann bin ich Gott? Amy lächelte zustimmend. Ein Tropfen des Meeres kann noch nicht sagen, dass er das Meer ist, obwohl das Meer aus Tropfen besteht. Du bist aus derselben Substanz wie Gott. Du bist Liebe. Die ganze Entwicklung besteht darin, es immer mehr zu wissen und unsere Wesensgleichheit wieder zu erlangen. Liebe. Dann bin ich Liebe? Ja. Kannst du auf dich selbst zeigen? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Wenn du ich sagst, wohin zeigst du? Auf welchen Teil deines Körpers zeigst du, wenn du ich sagst? Ich zeigte mitten auf meine Brust und sagte ich. Warum hast du nicht auf die Nasenspitze gezeigt oder auf die Stirn oder auf den Hals? Ich fand es lustig, dass ich irgendwo anders hinzeigen sollte als auf meine Brust. Ich weiß nicht, warum ich gerade hier hinzeige, meinte ich lachend. Weil du dort wirklich zu Hause bist. Du bist Liebe und die Liebe wohnt hauptsächlich in der Brust. Dein Kopf ist so eine Art Periskop wie beim Unterseeboot. Der Kopf ist dazu da, damit du, und Amy deutete auf meine Brust, dein äußeres Leben erfassen kannst. Dieses Fernrohr hat auch einen Computer und das ist dein Gehirn. Es hilft dir, die äußeren Eindrücke zu verstehen und deine Lebensfunktionen aufeinander abzustimmen. Deine Beine sind dazu da, damit du gehen kannst, und deine Hände, um mit den Dingen umgehen zu können. Aber du bist hier. Und er zeigte wieder auf die Mitte meiner Brust. Du bist Liebe. Deshalb ist jeder Akt, den du gegen die Liebe begehst, ein Akt, der gegen dich selbst gerichtet ist und gegen Gott, der Liebe ist. Deshalb ist das Grundgesetz des Universums die Liebe. Deshalb ist die Liebe die höchste menschliche Ausdrucksform und deshalb ist der Name Gottes Liebe. Deshalb gibt es auch keine bessere Universalreligion, als Liebe zu erleben und auszudrücken. Das ist meine Religion, Pedro. Jetzt habe ich auf einmal ganz viel verstanden. Vielen Dank, Amy. Die Dankbarkeit ist eine der 12 Früchte des Lebensbaums. Warum heißt er Lebensbaum? Weil aus der Liebe das Leben kommt. Hast du schon davon gehört, was es heißt, wenn zwei Menschen sich sehr lieben? Sicher. Welches sind die 12 Früchte? Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Weisheit,
Schönheit, um nur einige zu nennen. Du kannst die anderen selbst herausfinden und vor allem versuchen, sie zu verwirklichen. Uff, das wird nicht leicht sein. Niemand verlangt von dir, dass du vollkommen bist. Petro, das wird nicht einmal von den Sonnenwesen verlangt. Nur Gott ist vollkommen, weil er reine Liebe ist. Wir sind ein Funken dieser göttlichen Liebe und müssen versuchen, immer näher an das heranzukommen, was wir wirklich sind. Müssen versuchen, immer mehr wir selbst zu sein, nämlich frei. Es gibt keine andere Freiheit. Schau. Vor unseren Fenstern war ein rosafarbenes Licht entschieden. Wir sind da. Schau zum Fenster, wollte Amy gerade sagen. Da lag das Innere des Raumschiffs plötzlich wie gebadet da im Lichte eines Himmels, das vom zarten Rosa in ein helles Lila hinüberspielte. Eine Art ehrfürchtiger, geistiger Aufmerksamkeit erfüllte mich. Mein Verstand war nicht mehr der alte. Es fällt mir schwer, die Veränderung, die mit mir vorging, zu beschreiben. Ich empfand mich plötzlich nicht mehr als dasselbe Ich, das ich jetzt bin. Ich war auf einmal kein Kind mehr, das von der Erde kam, sondern viel mehr als das. Mir kam es so vor, als wenn ich das, was ich erlebte, schon früher einmal erlebt hatte. Weder die Welt noch der Augenblick waren mir fremd. Amy und das Raumschiff waren unwichtig geworden. Ich war allein und ging einer Begegnung entgegen, auf die ich lange gewartet hatte. Ich schwebte durch die rosa strahlenden Wolken hindurch und keine Sonne war zu sehen. Alles war ganz sanft. Es erschien eine idyllische Landschaft mit rosafarbenen See, auf dem Vögel schwammen, die Schwänen ähnlich sahen. Vielleicht waren sie weiß, aber das Lila des Himmels färbte alles ein. Um den See herum gab es Schilf und Büsche in verschiedenen Grüntontönen, in Orange und Gelb-Rosa. Weiter weg erhoben sich Hügelketten, die mit Grün bedeckt waren. Und dazwischen gab es Blumen, die wie Juwelen in vielen Farben und Tönen strahlten. Auch die Wolken leuchteten in vielen Abstufungen von Rosa und Lila. Ich wusste nicht, ob ich in dieser Landschaft war oder die Landschaft in mir. Vielleicht stimmte beides. Am meisten überraschte mich, dass die ganze Vegetation zu singen schien. Gräser und Blumen wiegten sich und strömten dabei eine Art von Musik aus. Andere Blumen und Büsche taten es auf andere Weise und mit anderen Tönen. Das waren bewusste Wesen, diese Schilfrohre, diese Blumen und Gräser. Alles sang und tanzte und wiegte sich dabei. Selbst die fernen Hügel hatten ihren Anteil an diesem wunderbaren Konzert, dem schönsten, das ich je gehört hatte. Hier stand alles in bewusster Harmonie. Ich schwebte über den Saum der Lagune und die Schwäne schienen wie ein Elternpaar mit ihrer Brut zu sein. Sie sahen mich von vornehm und gleichzeitig ehrerbietig an. Aus Augen, die wie hinter blauen Masken verdeckt schienen. Sie grüßten mich, indem sie die langen Hälse anmutig neigten. Ich grüßte zurück, mich ebenfalls leicht und freundlich verneigend, und ich weiß nicht, wie es zuging, ob die Eltern einen geheimen Befehl ausgeschickt hatten oder nur eine leichte Bewegung gemacht hatten. Jedenfalls versuchten die kleinen Schwäne ebenfalls ihre Hälse zu neigen. Das gelang ihnen auch wenn ein kleines bisschen weniger elegant, denn für einen Augenblick verloren sie das Gleichgewicht, gewannen es aber rasch wieder und schwammen weiter mit einer kindlichen Hochnäsigkeit, die ich sehr lustig fand. Ich grüßte auch sie liebevoll, wahrte aber trotzdem den gebührenden Abstand. Mein Weg führte mich unaufhaltsam weiter dem Ort unserer Begegnung entgegen. Dies war eine Verabredung, die ich vor ewigen Zeiten eingegangen war. Ich würde sie endlich finden. In der Ferne erschien eine Art Pagode oder Pergola, die in der Nähe des Ufers schwamm. Ihr japanisches Dach ruhte auf schmalen Stangen zwischen den Schlingpflanzen mit rosa Blättern
und blauen Blüten emporrankten und so das Innere einschlossen. Auf dem glänzenden Holzboden lagen Kissen mit breiten, farbigen Streifen. Von der Decke hingen kleine Verzierungen, Weihrauchampeln aus Gold oder Bronze und kleine Käfige voller Grillen. Auf dem Kissen sah ich sie sitzen. Ich fühlte, dass ich sie schon lange, lange kannte, obwohl wir hier zum ersten Mal zusammentrafen. Wir sahen uns nicht in die Augen, das wollten wir noch aufschieben, nichts übereilen. Wir hatten schließlich tausende von Jahren gewartet. Ich machte eine Verneigung, die sie leicht erwiderte. Und dann trat ich ein, und wir begannen ein Gespräch, das nicht mit den Worten des Alltags geführt wurde. Für jene besondere Welt und diese besondere Begegnung, die ich so ersehnt hatte, bestand unsere Sprache vielmehr aus kunstvollen Gesten. Wir bewegten die Arme und die Hände, die Finger nach ganz bestimmten Gefühlsregungen, die wir als Schwingungen aussandten. Wenn das gesprochene Wort nicht mehr ausreicht, verlangt die Liebe andere Formen der Verstärkung. Endlich durfte ich das unbekannte Gesicht sehen. Sie war ein wunderschönes Mädchen mit orientalischen Gesichtszügen und einer lichtblauen Haut. Ihr schwarzes Haar war in der Mitte gescheitelt und auf der Stirn trug sie einen Punkt. Ich fühlte, dass ich sie sehr, sehr lieb hatte und sie mich auch. Doch als ich mich endlich getraute, meine Hand auf die ihre zu legen, war auf einmal alles verschwunden. Ich befand mich wieder bei Amy im Kontrollraum des Raumschiffes und der weiße glänzende Nebel vor den Fenstern sagte mir, dass wir bereits dabei waren, uns von dieser Welt zu verabschieden. »Oh, oh, da bist du ja wieder«, sagte Amy. Nun wusste ich, dass ich dies alles im Bruchteil einer Sekunde erlebt hatte, zwischen dem Fenster und dem Wortfenster, das Amy ausgesprochen hatte, als die rosa Farbe vor unserem Fenster